Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Resident Evil 7 und jetzt geht's los. Letzte Woche haben wir hier diesen Ort gefunden, sind geflohen, haben noch ein paar Sachen eingesammelt. Aber jetzt geht's weiter, Leute. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was auf uns erwartet. Ein Riegel, okay. Hier sind wir. Klingelt hier ein Telefon. Die Oma ist weg. Klingelt denn hier das Telefon? Müssen wir denn hin? Wir können mal V drücken. Was ist das denn hier? Leute, ich weiß nicht, wo es hier klingelt. Oh. Okay. Klingelt dieses Telefon? Das ist ja nervig. Hier. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst
musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Okay. Was haben wir hier? Okay, da können wir nicht raus. Gucken wir mal kurz. Wo sollen wir hier rauskommen? Münze ging auch nicht. Okay. Hey! Hey, Sie! Hey, hier drüben! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Naja, wenigstens etwas. Was soll ich mit einem Messer? Patronen. Wenn wir jetzt mal in die Garage gehen. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor auf! Stopp! 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 Scheiße, ich werde jeden Einzelnen von euch um. Alter. Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Stör. Ich hab dich gewarnt. Leg dich nicht mit mir an.
halt's Maul, halt einfach's Maul! Weg. Was dagegen, wenn ich eine Runde drehe? Was ist denn los mit dem? Fang Messer an zu laufen, Junge! Die sind tot, ist klar. Neustart. Ey, Alter. Okay. Dürfen wir das alles nochmal machen? Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Wo sind hier die Schlüssel? Ich glaube, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Na! Na! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen! Oh, jetzt stirbst du! Jetzt gehen wir als nächstes ins Auto. Sag mal dich. Stirb. Okay. Pack das Schild schon wieder auf. Oh Junge, schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Ah.
Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Jetzt geh ja weg. Keine Lust mehr. Ich glaube, wir gehen erstmal speichern, Leute. Wow. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, was wir weitermachen sollen, wie es weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Alter, was stimmt nicht mit dem Typ? Bis nächste Woche und tschüss und pssch.